Hallo meine Lieben. Hey, welcome back to my channel. ASMR Emotions E. Na, die liebe Mara, ASMR Mara, die hat sich vor einiger Zeit gewünscht, dass ich mal wieder dass ich eine Zeitschrift lese oder durchblättere. Und das habe ich ja wirklich auch lange nicht gemacht. Und ich denke mir, heute ist der Tag der Tage. Und wir schauen uns die neue Herzstück an. Dafür drehe ich die Kamera gleich um, dass ihr die schönen Illustrationen von der Herzstück seht. Aber ich dachte, ich zeige mich mal kurz. Ich hoffe, euch geht's gut und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und eine schöne, entspannte Zeit jetzt mit mir. Macht's euch schön. Die gute Herzstück von Januar und Februar 2004. Das ist die Nummer 1. Die erste für dieses Jahr. Ist auch ein Kalender bei, sehe ich gerade. Ja, ich liebe diese Zeitschrift. Die hat immer wirklich so schöne Bilder. Und von der Zeitschrift hat man wirklich lange was. Da kann man wirklich tagelang und wochenlang drin stöbern. Ist das nicht herrlich? Willkommen im Winterwunderland. Der Schnee verzaubert alle Dinge. Nun erkennen wir die Magie des Lebens und der Natur auf den ersten Blick. Wie zauberhaft unsere Welt doch gemacht ist. Eiskristalle stapeln sich auf Baumwipfeln und Schneeflocken türmen sich zu faszinierenden Formen auf. Durch den Schnee wird alles ein bisschen leiser. Wir nehmen die Stille der Natur wahr. Und gleichzeitig ihre Lebendigkeit. Das sieht so traumhaft schön aus. Oh, guckt mal hier. Das ist ein Fuchs, ne? Ein Schneefuchs oder Polarfuchs. Sieht der schön aus. Einkuscheln. Mach's dir gemütlich. Je kälter es draußen wird, desto stärker wächst unsere Sehnsucht nach gemütlicher Geborgenheit. Wir wollen uns einkuscheln und wohlfühlen, ganz so wie dieser kleine Fuchs. Unser Ruhebedürfnis nimmt zu. In der dunklen Jahreszeit bekommt der Körper weniger Anregung durch helles Licht. Die Folge, wir fühlen uns öfter schläfrig,
Gönn dir die Ruhemomente. Das sind Traumfänge. Sieht auch schön aus. Traumfänge. Fang deine Wünsche ein. Im Alltag verlieren wir so schnell aus den Augen unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch unsere Bedürfnisse und Emotionen. Wir dürfen deshalb immer wieder nach innen blicken und uns fragen, haben meine Bedürfnisse genügend Raum in mein Leben? Was brauche ich wirklich? Fang deine Träume ein und lass dir von ihnen den Weg zeigen. Innehalten, neue Kraft schöpfen. Gib dich den Leben. Legen wir uns am Ende der Yogastunde zur tiefen Entspannung auf eine Matte oder den Boden. Können wir unser Gewicht an die Erde abgeben und uns gleichzeitig getragen fühlen? Nach diesem Gefühl sehnen wir uns auch im Leben. Wir dürfen loslassen und gleichzeitig Halt finden und sicher und beschützt fühlen und trotzdem das Herz weit öffnen. Das gute Leben und was uns davon ablenkt. So finden wir in dem Moment zurück. Was bedeutet ein gutes Leben für dich? Und wie oft tust du das, was du dazu beiträgst? Zu selten würden die meisten Menschen wohl antworten. Doch was hält uns eigentlich davon ab? So finden wir in dem Moment zurück. In einem Punkt sind wir uns alle einig. Wir wollen ein gutes Leben führen. Doch häufig ist das leichter gesagt als getan. Wir nehmen uns zwar oft Dinge vor, die uns Freude bereiten und unsere Lebendigkeit nähren, aber dann kommt wieder etwas dazwischen. Warum lassen wir uns so schnell ablenken, wenn es um unser eigenes Leben geht? Geschlafen, lausche deinen Rhythmus. In unserer Gesellschaft sind wir daran gewöhnt, wenig und schlecht zu schlafen. Doch darunter leidet unsere Konzentration. Wir leben nicht mehr nach unserem natürlichen Rhythmus, der durch Sonnenaufgang und Untergang geprägt ist. Künstliches Licht irritiert unseren Schlaf-Wach-Rhythmus.
Wann hast du zum letzten Mal einfach nur in der Sonne gesessen und die Wärme getankt? Ganz ohne Zweck, ohne Eile, ohne To-Dos im Kopf, ohne Smartphone. Ach doch, das mache ich. Das mache ich schon. Manchmal kommt der Winter auf leisen Sohlen. Zart und frostig schleicht er sich in die Natur und in unser Herz. Wir wissen, dass er da ist, weil er uns schneeschöne Grüße hinterlässt. Auf den Rosen, Hagebutten und Vogelbeeren. Als wollte er sagen: Ich bin da, aber ich tue dir nichts. Lass uns Freunde sein. Marmeladenoma, die wundervolle Kraft der Märchen. Teste dein Märchenwissen. Aus welchem Märchen stammen die 7 Zitate? Wähle aus den Antwortmöglichkeiten. Oh, da bin ich bestimmt ganz schlecht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Dann Röschen, Aschenputtel. Oder Schneewittchen. Ja, das ist, glaube ich, Schneewittchen, ne? Der sagt doch denn immer, der Spiegel: Du bist schön, aber. Ne, wie war das denn? Aber die 7 Zwerge hinter den Bergen sind viel schöner als du. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber Schneewittchen, das weiß ich. Heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich mir der Königinkind. A, der gestiefelte Kater, B, Rumpelstilzchen, C, die Schneekönigin. War schwer. Ich kenne das, ne? Also den Spruch: Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königin Kind. Ist das das Rumpelstilzchen? Ich würde B sagen, das Rumpelstilzchen. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an mein Häuschen? Leicht. Hänsel und Gretel, Schneeweißchen und Rosenrot oder Frau Holle? Das ist Hänsel und Gretel.
Ah, das kenne ich auch. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. Der Wolf und die sieben Geißlein. Tischlein deck dich. Oder der Froschkönig. Das gar nicht genau. Ich tendiere zu Wolf und die sieben Geißlein oder Tischlein deck dich. Ach, man kennt die Sprüche, ne, aber mit zuordnen. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Vielleicht der Wolf und die sieben Geißlein. Die fünfte Frage. Nun bekommst du keine Küsse mehr, sagte sie. Denn sonst küsse ich dich tot. Den kenne ich nicht, den Spruch. A. Rapunzel, B. Hans im Glück und C. die Schneekönigin. Das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. Großmutter, warum hast du so große Hände? Das weiß ich. A. Das tapfere Schneiderlein. B. Der Däumling und C. Das Rotkäppchen. Das ist natürlich das Rotkäppchen. Ach, was habe ich das geliebt. Na, guter Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Das ist das Rotkäppchen. Jetzt kommt noch eins, das kenne ich auch nicht. Mantje, Tempe, Tee, Botje, in der See. Meine Frau, die Elsebell, will nicht so, wie ich wohl will. Ach doch, das weiß ich. A. Sterntaler, B. Von dem Fischer und seiner Frau. Oder C, die Bremer Stadtmusikanten. Das müsste B von dem Fischer und seiner Frau sein. Das werde ich mal andermal lesen. Hoch auf die Neugier, vom Glück, das Unbekannte zu lieben. Das Wichtigste, dass man nicht aufhört zu fragen. Man darf niemals die heilige Neugier verlieren. Die Jahreszeiten der Seele, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zum Vorlesen, Selbstlesen, Loslassen und Träumen. Es für jeden Monat eine Geschichte. Die werde ich auch mal vorlesen, ein andermal. Ach, hier ist der Kalender. Schau mal.
dann kann man sich aufhören. Hier ist er. Gibt's ein neues Magazin? I am, also ich bin, das Magazin für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Okay. Ist wohl ein Magazin von Laura Marlene Seiler. Spinnst du über einen Kulturschatz, der in Vergessenheit gerät? Ah, ich habe noch eine Bekannte, die hat Alpakas und die spinnt tatsächlich auch noch. Also, die schert die und dann wird die gewaschen, die Wolle, dann gespinnt und auch, das ist Wahnsinn, wie viel Arbeitsschritte das hat. Aber das macht sie alles. Sie macht auch Alpaka-Wanderung, war ich gewesen, das war echt schön. Heilsame Stille ist heutzutage schwer zu finden. Tatsächlich ist sie vielen von uns sogar richtig fremd geworden. Die ersten zarten Neubegegnungen mit ihr mögen daher ungewohnt sein. Seit jeher aber ziehen sich weise Menschen in die Stille zurück, wenn sie sich Antworten auf die großen Fragen des Lebens und des Seins erhoffen. Anders als sie wünschen wir uns vielleicht einfach nur Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Die Stille ist ein Seelenraum tief in uns, der all das beinhalten kann. Dort warten nicht nur Antworten auf uns, sondern auch innerer Frieden, Liebe und Mitgefühl. Ich liebe es auch allein zu sein und in der Stille. Ich brauche das auch. Lese ich ein paar Geschichten hier vor.
In der Stille können wir uns selbst endlich wieder hören. Wir betreten den Raum unseres Herzens und unserer inneren Welt. Oh, das ist sehr, sehr schön. Das nächste Mal, wenn es denn